Willkommen zu einem neuen Video und zwar heute gibt es wieder ein Vergleichsvideo von drei Torten. Hier könnt ihr sie schon einmal sehen und wie viele Portionen da so rauskommen und ein bisschen was über die Dekoration und Größe erzähle ich euch jetzt. So, von der Füllung. Ich habe mir hier die Zettel geholt. Das sind immer unsere Servierkarten, die dann dabei sind. Wir haben die Torte komplett in vegan gemacht. Und oben haben wir eine vegane Schokocreme und unten eine vegane Maracuja-Creme. Und auf die anderen Platten der Etagere kommen später noch Cupcakes drauf. Da haben wir Himbeer-Cupcakes und Zitronen-Cupcakes gemacht. Hier die Besonderheit, das Eukalyptus ist nicht frisch, sondern es ist aus Zucker modelliert. Und dazu sind jetzt noch mal ein paar Farbakzente durch die Blaubeeren und Brombeeren gekommen. Cake-Topper wurde von dem Brautpaar selber bestellt und vorbeigebracht. Dann hat man es auch ein ganz ein bisschen persönlicher. Von der Größe her, das sind jetzt immer 15 cm in der Höhe. Und oben ist sie auch 15 cm im Durchmesser und unten sind es 20 cm im Durchmesser. Ich habe mir hier die ganzen Sachen aufgeschrieben, damit ich auch keinen Blödsinn erzähle. Wir haben hier durchschnittlich 47 Portionen. Das heißt, meistens kommt irgendwas zwischen 40 und 50 Portionen raus. Das kommt immer darauf an, wie man das Ganze schneidet. Ne? Ob man jetzt kleine Stückchen, große Stückchen, aber das ist so die Portionsmenge für ca. 47 Portionen. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Jetzt habe ich eine ganz spezielle Torte. Ich finde das so cool und so einzigartig mit diesem Granatapfel. Ich glaube, die dekorieren die ganze Hochzeit wahrscheinlich so. Wahrscheinlich, sonst hätten wir es nicht so gemacht. So, hier ist es vom Geschmack her. Das ist wieder unsere Servierkarte. Wir haben drin Zitronencreme plus Erdbeercreme, Himbeercreme und Schokoladencreme plus die Böden sind mit Kaffee getränkt. Also quasi eine Schoko-Kaffee-Torte. Von der Menge her. Wir haben hier durchschnittlich 66 Portionen. Das heißt, irgendwas zwischen 60, 70 kommt meistens bei raus. Wenn man ganz klein scheint, hast du vielleicht auch mal 75. Die Torte kann man aber auch super mit 30 Gästen essen, wenn es sonst nichts anderes gibt. Wir haben von der Größe her jetzt immer 10 cm hohe Torten und vom Durchmesser 15 cm, 20 und 25 cm, also immer 5er Schritte. Die Füllung habe ich gesagt, die Menge habe ich gesagt, was wollte ich noch sagen? Ach so, eigentlich wollte ich gar nichts mehr sagen. Ich wollte sagen, dass es ein Naked Cake ist, aber das seht ihr ja auch selber. Hier haben wir die große Torte diese Woche oder die große Torte hier im Vergleichsvideo eher gesagt. Wir haben die Torte laktosefrei gestaltet, weil da eine Laktoseunverträglichkeit ist. Und von der Füllung her ist oben Schokolade Erdbeere, in der Mitte ist Maracuja Pfirsich, in der dritten Torte ist Nusscreme und unten ist wieder Schokolade Erdbeere. So, und hier ist es so, dass es von der Menge her ca. 150 Stücke ergeben. Das heißt, da ist auch wieder irgendwas zwischen 140 bis 160 maximal dürften dabei rauskommen. Aber auch da wieder die Sache, wenn man mit 100 Leuten feiert und die Torte zum Sektempfang gegessen wird, ist wirklich super. Da kann man eigentlich nie genug Torte haben. Von der Größe her sind alle Torten auch 15 cm hoch. Die unterste ist 30 cm im Durchmesser, darüber die Torte 25. Dann 20 und oben ist die Torte 15 cm im Durchmesser wieder und alle 15 cm hoch. Genau, keine Unterschiede da. Menge habe ich gesagt, Geschmack habe ich gesagt. Ich glaube, ihr hattet unter den letzten Videos mal gefragt, was denn die beliebtesten Geschmacksrichtungen sind. Auf jeden Fall Maracuja ist eigentlich jedes Wochenende mit dabei, mehrfach. Sehr beliebt ist auch eine Kombination aus Maracuja und Himbeere oder wie hier zweimal in der Torte Erdbeere und Schokolade. Vielleicht lässt das den einen oder anderen an die
Kindheitstorte erinnern, Benjamin-Blümchen-Torte, die man vielleicht als Kind gegessen hat. Da ist ja auch Schoko-Erdbeere. Das war auf jeden Fall hier der Anhaltspunkt für die Torte. Sonst noch sehr beliebt ist Karamell. Was ist noch sehr beliebt? Schoko, Erdbeer, Himbeer, Maracuja, Karamell. Das sind eigentlich so wirklich die Renner, die immer mit dabei sind. Karamell habe ich hier gar nicht dabei heute, aber in anderen Torten. Ich hoffe, ich habe eure letzten Fragen alle beantwortet. Aber warte mal kurz, die wollten doch wissen, was zum Preislichen. Wollte ich da was mal zu erzählen? Ich erzähle euch noch was zum Preislichen. Es ist sehr schwierig, weil jede Torte ja anders aufgebaut ist. Grundsätzlich liegen die Torten bei uns meistens zwischen 300 Euro bis 2.500 bis 3.000 Euro, seltenst mal bei 4.000 Euro. Da muss es schon wirklich außergewöhnlich sein. Aber es ist schwer zu sagen, einfach weil hier ist jetzt alles frisch mit Blümchen dekoriert, frisches Eukalyptus. Es ist aber viel einfacher und natürlich viel günstiger, als wenn man wie an dieser Torte einen Eukalyptus aus Zucker hat. Das sind einfach so große Unterschiede. Ich könnte euch jetzt gar nicht die ganzen einzelnen Preise nennen, einfach weil es ändert sich ja auch quasi jährlich, einfach wegen den Lebensmittelkosten, Mindestlohn und so weiter. Das muss ja alles in den Torten mitberechnet werden. Deswegen werde ich hier auf YouTube auch keine genauen Preise nennen, weil sich es einfach immer wieder ändert. Aber dann habt ihr eine Spanne ungefähr. Ja. Denk dran, wenn du selber demnächst heiratest und Interesse an einer Hochzeitstorte hast, unten drunter habe ich den Hochzeitstortenratgeber verlinkt. Den haben wir geschrieben für euch mit allen wichtigen Infos. Und ansonsten würde ich sagen, um nichts weiter zu verpassen, abonniert den Kanal und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis bald!